Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1970. Wir sind wieder bei Imagine, Sophies Freunde, hasse nicht gesehen. Und zwar Abenteuer auf dem Reiterhof. Und wieder eine actiongeladene Cutscene. Ubisoft kann es einfach. Das Assassin's Creed auf dem holden Rappen oder so. So. Wir spielen in Deutsch. Abenteuer auf dem Reiterhof. Das schwarze Wildpferd. Natürlich. Sophies Freunde Assassinen. Ich glaube bald. Schreibe deinen Namen. Ja komm, ich blamier mich doch immer. Man muss sie auch für Unsinn mal herhalten. Hallo, ich bin Sue. Gut, dich kennenzulernen. Ich besuche meine Tante und meinen Onkel. Ich bin froh, wieder hier zu sein. Pferde sind mein Lebensinhalt. Ich liebe es, Pferde zu striegeln und auszureiten. Dieses Jahr wird wunderbar. Wunderbar. Onkel Tim hat versprochen, mir ein Pferd zu kaufen. Ich bin ja so aufgeregt. Du musst lernen, von einer Gegend in die nächste zu kommen, bevor wir meinen Onkel treffen. Auf dem Touchscreen siehst du die Karte von Golden Pines. Ziehe mit dem Touchpad die Karte bewegen. Ja, genau. Jetzt berühre das Haus zweimal, um mein Zimmer, siehe den weißen Pfeil, zu betreten. Um einen Ort zu betreten, kannst du ihn auch mit einem Touchpin berühren. Ja, machen wir. Jaha! Das ist das Haus von Onkel Tim. Und Tante, ja, eigentlich würde ich sagen Thelma, aber ist ja hier wahrscheinlich absichtlich. Tante Thelma mit meinem Zimmer. Das ist mein Zimmer. Hier kann man viel machen. Ja, weiß ich nicht, ob ich so viel mit dir machen möchte, aber das ist, glaube ich, auch eine Geschichte, die wir hier nicht zeigen. Boah, ist das denn? Am Hammerbass im Hintergrund. Das ist ein Präsentationsschrank für Trophäen. Ich hoffe, du wirst mir helfen, ihn zu füllen. Hier bewahre ich auch meine Kartensammlung auf. Wir wollen alle bekommen. Du kannst hier auch Karten, die doppelt sind, mit jeder beliebigen Person tauschen. Wenn du etwas nicht genau weißt, kannst du in meinem Tagebuch nachsehen. Ich schreibe alles auf, was für mich wichtig ist. Nachdem wir jetzt mal in meinem Zimmer fertig sind, wollen wir Onkel Tim suchen. Kriegen wir den roten Pfeil? Kriegen wir hin. Endlich, ich dachte schon, du kommst nicht. Entschuldige die Verspätung. Das macht nichts, bist du bereit? Natürlich, was muss ich machen? Geh zum Pferdemarkt und rede mit Jim. Er wird dir helfen, das richtige Pferd auszusuchen. Ich bereite inzwischen den Stall hier vor. Danke, Onkel Tim. Schau auf der Karte, zeigt er... klar. Ja, es ist mir... Ich krieg das schon hin. Ja. Diese Tür führt zur Stadt. Dann gehen wir höchstwahrscheinlich auch dahin. Das ist Apple Tree Hills. Die Stadt ist toll. Schau, der weiße... Vermutlich muss ich zum Pferdemarkt. Leute kaufen und verkaufen Pferde auf dem Markt. Deswegen nennt man ihn wahrscheinlich auch Pferdemarkt. Oh komm, der sieht so panne aus. Das muss ich einfach machen. Hallo Sue, ihr habt dich erwartet. Guten Morgen, Jim. Was muss ich machen? Ich habe deinem Onkel alles versprochen. Du musst noch das Pferd aussuchen, das du haben willst. Wähle auf dem unteren Bildschirm der Touchpad die Rasse aus. Berühre das Pferd, soweit du entschieden hast. Achral Tirkin, ich habe null Ahnung davon. Aber wahrscheinlich wird das echt sein. Andalusia. Hannoveraner. Bauen wir uns einen kleinen Gerd? Palamino. Vollblut-Araber eigentlich natürlich. Englisches Vollblut. American Saddlebred. French Saddle... Westfalen. Eigentlich müssten wir den Westfalen nehmen, ne? Oldenburger. Wir nehmen den Westfalen. Charakter wählen.
Gut, nun wähle den Charakter des Pferdes. Denk daran, dass sich zahme Pferde leichter trainieren lassen, sich aber nicht gerne müde werden. Sanft, normal. Der Westfale. Der Westfale an sich ist ja eher sanft. Ne? Ist ja bekannt für große Kommunikation. Ne? Ihr kennt ja Unterhaltung von Westfalen. Ne? Wie ist? Ne? Wie selbst? Ne? Hasse, kennze, willze. Und dann bist du schon ein Schwafler. Gib dem Pferd einen Namen. So, wer wollte immer Pferd sein? Das ist natürlich... Ja. Das ist natürlich der Dennis, klar. Das ist natürlich... Das wissen wir. Der ist sanft. Der sieht das Video auch nicht. So, das war eine gute Wahl. Danke, ich hoffe, dass wir uns bald Freunde sind. Dennis fühlt sich bei mir noch unwohl. Diesen Satz könnt ihr gern für seine Videos benutzen. Klar, das wird sie noch ein bisschen Training und ein bisschen Ausritten noch legen. Du kannst doch reiten, oder etwa nicht. Offen gesagt brauche ich da etwas Rat. Kein Problem, bring es in den Hinterhof, dann bringe ich dir die Grundlagen bei. Natürlich tut er das. Beginnen wir ganz nach vorne. Bringen wir dem Pferd bei, zu gehen. Ja. Ja, ja, das ist mir schon klar. Ach so, ganz normal steuern. Okay. Gut. Zieh eine Linie nach oben, damit es weitergeht. Okay, dann kann ich beschleunigen. Okay. Dann geht mir, um das Tempo zu erhöhen, habe ich. Kann ich auch springen? Das macht Spaß. Das ist alles? Du lernst ja ganz schön schnell. Mach jetzt das Pferd langsamer. Ja, hab ich. Wenn du mal die Linie nach unten ziehst, hab ich. So, bringt er mir jetzt rückwärts bei oder was? Kapiert. Ich würde jetzt gerne auch springen. Ja, hab ich. Zeichne mit dem Chatspiel eine Linie nach rechts, damit das Pferd nach rechts abbiegt. Man kann auch einfach nach rechts steuern. Oder zeige stattdessen mit dem Touchpad eine Linie nach links. Und wisst ihr, wo man dann hergeht? Nach links. Dazu sage ich nur, großartige YouTube-Legenden und Twitch-Legenden haben mal erklärt, mit links geht man nach links und mit rechts geht man nach rechts. Und ja, es stimmt. Zum Schluss kommt das Springen. Durch zweimaliges Berühren mit dem Touchpad lässt das Pferd Hindernisse überspringen. Falls es das will, richtige Tempo hat. Okay. Toll! So. Jetzt will ich sofort auf den Pagode. Ich will das umsetzen. Beim Reiten wird auf der linken Bildschirmseite eine Leiste voller Herzen angezeigt. Ja, ist klar. Diese Powerleiste. Habe ich auch schon rausgefunden. Diese Leiste zeigt die Ausdauer wahrscheinlich des Pferdes, weniger dem, der es gerade vorliest. Wenn das Pferd müde wird, verliert es Herzen. Mach in diesem Fall einfach ein bisschen Pause, ruhiger, gemütlicher oder mach in dem Fall zwei Stullen und eine Frikadelle oder trenne Eier, damit es wieder Ausdauer gewinnen kann. Ich sehe schon, dass ein Naturtalent im Umgang mit Texten, mit Pferden bist. Beeindruckend, ihr stolzen Recken.
ihr königlichen Blutes sein. Achso, beeindruckend. Ihr zwei werdet sicher bald Freunde sein. Kümmer dich um das Pferd, die Welt, die Natur, Klima. Kümmer dich immer gut um deinen Freund. Ist das ein anderes Spiel? Wie geht das? Bevor einer fragt, ob man das irgendwie beeinflussen kann, ich glaube nein. Berühre das Hofsymbol, um Dennis in den Stall zu bringen. Und frag deinen Onkel, er weiß alles. Das ist gut zu wissen. Hallo Sue, ich habe gehört, dass Jim dir beigebracht hat, auf Dennis zu reiten. Ja, hat mir sehr geholfen, aber eine Sache stört mich noch. Was ist es? Jim sagte, dass ich mich sehr gut um Dennis kümmern muss, wenn ich seine beste Freundin werden will. Keine Sorge, das ist ganz leicht. Beginne damit, dass du Dennis mit dem Touchpin auswählst. Du brauchst das gewünschte Pferd nur zu berühren, dann kommt es aus dem Stall. Tu das jetzt, ich warte draußen. Okay. Der Huf muss dringend gereinigt werden. Ja. Das ist jetzt nicht die spannendste Mission, aber... Zack. Nun ist es perfekt. Großartig. Jetzt fühlt sich das Pferd wohler. Kann ich leveln? Habe ich einen Skilltree? Hallo Sue. Kommt dein Pferd besuchen? Es freut mich immer sehr riesig, wenn du suchst. Ja. Können wir ein Turnier weiternehmen? Gehübung. Ne, ich will nicht gehen. Ich will eigentlich... Kann ich nicht sofort ein Turnier machen? Kann ich mit Sicherheit nicht, aber... Was ist das? Kann ich mir die Skills angucken? Super. Danke, dass du den Stall sauber machst. Okay. Ja, ja, ich würde es gern. Ach, einfach darauf klicken. Okay. Nicht? Hä? Ach, Doppelklick. Okay. Okay, das verstehe ich. Steht zwar nirgendwo, aber ich find's raus. Meine Strohballen in die Kreise. Malen die Kreise. Was willst du? Jetzt die Kreise malen. Okay, das macht nicht so wirklich viel Spaß. So, das ist bestimmt Striegeln. Was ist das? Trainieren oder was? Ach Gott. Baden. Ich will mal Springreiten hier machen, nicht so ein Kack. Ist ja noch eine Option? Das ist der Stall, der ist klar. Aber da sind ja drei Gebäude. Was ist das? Die Ponykoppel. Ja, ich habe ja noch. Also gibt es auch noch mit Sicherheit. So, Gott. Dann müssen wir halt. Boah, ich habe noch keine Pferdebilder. Verdammt. Muss ich das Wendy-Abo doch kündigen. Hä? Das ist doch nicht mein Pferd. Ich mache doch nicht Arbeit für ein Fremdpferd.
Also, wo sind wir denn hier? Naja, gut. Ja, weiß ich jetzt nicht. Haut mich jetzt nicht so aus dem Sattel. Versteht ihr? Und, ja. Gibt's bestimmt noch andere Sachen. Also, ja, Abenteuer auf dem Reiterhof. Ja, meh. Um nicht Pferdelaute zu machen. Gucken wir mal, was die Reihe noch so hat. Oh, wir haben ein Review. Der Heretikum Lord ist einfach der Größte. Wir haben auf die Reihe von Alexra Ledermann gesetzt, um das allgemeine Niveau der Reitspiele anzuheben. Diese neue DS-Episode erschüttert unsere Erwartungen, da sie viel weniger vollständig ist als der vorige Teil, der ein Jahr zuvor auf derselben Konsole veröffentlicht wurde. Zwischen einem lächerlich kurzen Abenteuer, uninteressanten Phasen und einem fast nicht vorhandenen Management-Aspekt riskiert das Geheimnis der wilden Pferde mehr als ein unangenehmer Reiter zu werden. Angenehmer Reiter zu enttäuschen, so rum. Okay. Also keine Kaufempfehlung. Naja, gucken wir mal. Kommen wir jetzt zu dem, worauf alle warten. Bis dann.